hier einigermaßen. Ich könnte einen kleinen Kirchturm machen, so einen minimalen. Oben mit einer Fackel drin oder so. Ist alles offen. Hier sind keine Grenzen gesetzt. Man kann hier ja alles machen, was man will. Sofern man. Okay, nicht alles, aber naja. Ich will mir selber nicht widersprechen. Zack, 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 Boden, Boden, din, din, din. Ja, ja, dann haben wir da auch wieder ein bisschen Holz verbraucht. Dann müssen wir, glaube ich, die Holzplantage oben, ich weiß gar nicht. Die Aufnahme, die letzte war schon so lange her, ich weiß gar nicht, ob ich danach gepflanzt habe oder nicht. Ich glaube, ich habe es einfach nur abgeholzt und nichts hin. So, mal schauen. Ah, Gott, zack. So, dann tun wir das letzte Holz da rein. Soll ich das Dach auch aus Holz machen? Weiß ich nicht. Und ich tue mir das Mikrofon sicherheitshalber ein Stückchen näher zu mir hin. Lieber zu laut als zu leise. Beim Lauten versteht man ja einigermaßen noch. Beim Leisen hört man gar nichts. Ich baue den Scheiß gerade zusammen. Ich versuche das immer so zu ziehen. So zack, 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 zack. Und dann zieht es immer so nach oben, so aufeinander. Okay, Holzboden schaut doch irgendwie beschissen aus. Boah, ich weiß gar nicht. Das überarbeite ich irgendwann mal. Vorerst machen wir es einfach mal. Wie heißt es? Auf der praktischen Ebene und nicht auf der Designer-Ebene. Einfach mal, damit wir in den Nether können und wieder raus und ein bisschen sicher sind. Und falls da ja diese Schweine und Co. alles da auch irgendwie rauskommen sollte, sind die dann hier drin eingesperrt sozusagen. Hoppala. Die Spitzhacke neigt sich auch schon langsam dem Ende über, aber ich habe eine zweite. Nee, Moment, da kommt ja die Tür hin. Wenn denn schon so. Und Moment. Zack, 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 zack. Ha. Ich drück nur einmal und der macht automatisch gleich zwei rein. Also seit dem Update, ich weiß nicht. So, dann machen wir nämlich so, dann passt das hier. Bisschen abgerundeter und da kommen da nämlich so eine Doppeltür rein. Dann kommen da Doppeltür rein. Eine Tür. Hä? Warum immer gleich drei? Kreuzkruzifix. Tür 1 und Tür 2. Ich hatte mal. Okay, das schaut irgendwie behindert aus. Das mache ich auch mal neu. Ich hatte mal nämlich. Aber da, nee, das geht gar nicht. Das ist ein bisschen zu klein. Ich hatte mal auf einer Welt, das war eine uralte Welt, die gibt es gar nicht mehr mittlerweile. Die ist, glaube ich, auf meinem Laptop gewesen. Eine Tür, die war irgendwie bis hier so groß. So 4x6 oder so. Die, wenn man die zugemacht hat, also da war drin ein Hebel, konnte man hier umhebeln und dann ist links und rechts kamen so Pistons raus und haben dann die Tür so zugemacht. Das war eine riesige Holztür. Die war richtig geil. Die hatte ich dann auch mal auf einem Server mit dem Hippo und Markus. Den gibt's noch irgendwo auf Hippos PC verschollen. Da war sie allerdings ein bisschen kleiner. So, und hier weiß ich gar nicht. Da könnte ich auch Glowstone reinstecken, so einen kleinen Ring. Hier schon mal am Rücken kratzen. Bah. So. Mal schauen, wie viel Stein haben wir noch? Nicht mehr so viel.
Dann würde ich nämlich mal hochgehen und. Moment, Moment, Moment. Alter, so träge. Ich tu mal meine Mausgeschwindigkeit höher machen. Hier mache ich einen kleinen Kiesweg hin, bis wohin auch immer hier theoretisch. Also, hä, der hat gerade irgendwie einen Doppelsprung gemacht. Bin hier nicht bloß am Beschweren mittlerweile. So. Ja. Dann mache ich nämlich, habe ich Kies? Ich habe Kies, ja, das ist schön. Ausnahmsweise mal Kies dabei. Dann kommt nämlich hier der Weg so hin. Und, So. Naja. Kann man auch irgendwann mal überarbeiten. Ich bin nie ganz zufrieden mit dem, was ich hier so mache. Ach Gott. So. Dann graben wir hier mal ein bisschen weiter. Es wird hier gerade voll die Bauphase hier. Aber keine Panik. Wir gehen ja danach in den Nether. Oh, und es wird Nacht. Schon wieder. Da ist ja die Mine. Ein Glück, dass nicht unter mir irgendwie eine Schlucht ist. Ach doch, da weiß ich. Das habe ich, glaube ich. Habe ich das, glaube ich. Ja, das habe ich mal in der Hippo-Folge erzählt. Da nehme ich hier. Wenn man hier ein bisschen drunter gräbt. Irgendwie so 7 Dinger oder so. Dann ist da voll die riesige Schlucht. Da habe ich mal in der. Jetzt wiederhole ich mich eigentlich. Warum erzähle ich das eigentlich nochmal? Egal. Da habe ich in der Dings einmal im Creative. Wie gesagt, mit diesem Feld rumprobiert und so. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich da mal so einen kleinen Platz hin. So einen Dorfplatz sozusagen. Und dann habe ich da runtergraben. So wollte ich so einen Brunnen machen. Und auf einmal falle ich da runter. War ja zum Glück creative. So, dann tun wir mal hier mal provisorisch Fackeln hin. Da können wir ja. Keine Ahnung. Ich würde mal gern so Dings machen, solche. Wie heißt es? Diese Redstone-Lampen. Und dann alles im Untergrund mit Redstone verknüpfen. Zu einem Haus mit Dings. Irgendwie sind keine Mobs. Zu einem Haus mit. Wie heißt denn das neue Ding nochmal? Lightning Sensor, genau. Und von da aus geht dann halt das Licht an und macht so kling, 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 kling alle Lichter an. Ist ganz lustig, die Idee. Habe ich auch mal schon probiert. Ich probiere eigentlich immer alles vorher aus. Dann mache ich hier mal den Weg hier hinter noch. Ein Huhn. Zwei Zombies. Alter, die habe ich fast nicht gesehen. Total dunkel. So, dann kommt hier der Weg hier nämlich hier. Dann mache ich da. Theoretisch könnte ich hier eine Schicht Erde überall drauf tun, aber nein. So, kein Kies mehr, toll. Da kommt hier noch Kies hin und dann hier so und dann. Kapau, haben wir hier den Weg aus Kies und die Hühner, überhaupt die Viecher, die zertrampeln mir mein ganzes Feld. Da bin ich froh, wenn ich das nach der Nether-Tour repariere. Boah, ich bin so gespannt. Nether-Tour, Nether-Quarz. Mal schauen, wie viele Ghasts kommen. Hauptsache, ich verreck nicht. Und ich höre schon wieder einen Zombie. Der ist hier oben jetzt. Ja, der ist hier oben. Hallo.
Hallo. Hören. Ach, eins der Lieblingslieder von mir. Jetzt habe ich hier so, warum hat er eigentlich überhaupt zwei Hörner fallen lassen? In der Regel haben die Zombies ja gar keins. So, Entschuldigung. So, von dem Dach her weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das mache. Was ich jetzt jedenfalls mal mache, ist, ich nehme mal Stein. Stein, 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 Stein. Ich glaube, wir haben 6 Ulven oben. Ja, nee, das sind nur 4, verdammt. Hey! Hey! Okay, Kohle brauchen wir auch noch. Dann gehen wir nochmal runter, nochmal mehr Kohle. Haben wir überhaupt Kohle? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, doch, wir waren ja auf der Tour mit dem Hippo. Da müsste eigentlich ganz viel haben. Ja, passt hier. Nehmen wir mal hier mal, wie viel brauchen wir denn? Genau, so einen halben Stack brauchen wir. Das hauen wir mal rein. Alter, mit dem. Ich brauche Inventory Tweaks wieder hier. Ich bin zu voll zum Sortieren. Geile war ja bei Inventory Tweaks, ich hab's hinbracht nach einer Zeit. Ich hab mir die Beschreibung durchgelesen und so, und dann kann man dann, wenn man halt hier Dix hier so drin ist und man drückt dann P oder was auch immer mal eingestellt hat, hat mir dir dann auch die Schwerter hier unten einsortiert und alles und da die Fackeln und Brot, so wie ich es jetzt halt auch hab. Voll geil! Deswegen würde ich die gern wieder reinmachen, die Mod, weil die ist einfach eine der praktischsten überhaupt. Alter, das... Ach, stimmt ja, es gibt ja die animierten Texturen jetzt. Boah, das ist geil. Boah, im Nether! Ach, das wird lustig. Ich weiß schon, was da kommt. Ich finde, ich liebe das an diesem Texture Pack. Okay, wir können ja eigentlich schon mal theoretisch ein paar Planungen für den Nether machen. Was braucht man denn an Eimer nicht, weil die Viecher. Alter, der Bogen ist ja auch fast im Arsch. Das sind die von den Skeletten. Habe ich Seile zufällig? Irgendwo, hier, nein, da haben wir allerdings, genau. Wie viel braucht man denn da? 3? Ja, 3. Nee, doch, nee. Doch, 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 doch. Oder? Ja, ich glaube schon. Die Dinger nehmen wir da mal mit, die Arrows. Haben wir Stöcke? Ja, das ist aber nicht ab genug. Nehmen wir mal hier so. Und machen mal den hier. Zick, zick, zick. Ah, habe ich auch noch nie ausprobiert mit diesem neuen Moment. Hier. Okay, das finde ich cool. Moment, wenn ich da rechtsklick, nee. Shift? Nein. Ja, das wollte ich. Die habe ich noch nie vorher ausprobiert. Ich spiele ja eigentlich Minecraft nur fürs Let's Play. Und privat ja so wenig mittlerweile. Ich weiß nicht, es kommt mir immer vor, als wenn es hier ruckelt, aber die Framerate ist komischerweise auf 50 Grad gewesen. Was ich sehr selten irgendwie habe. So, hauen wir mal hier alles rein, was wir da mitnehmen. Ja, eine Kiste könnte man mitnehmen. Wir haben ja hier welche, dann hauen wir einfach mal eine raus. Oder eine Doppelkiste, dann passt es eher. Wir werden wahrscheinlich eh voll viel Netherdeck einsammeln und irgendwo einlagern. So, dann nehme ich noch ein bisschen Kabel mit. Da drüben können wir dann so eine kleine Festung bauen aus dem alten Schwabbelkabel. Wenn dann schon immer einen kompletten Stack mit. So. Was braucht man denn noch? Das da können wir auch schon gleich auf Seite legen. Schwert klar. Fackeln, ja, haben wir ja hier welche. Ein bisschen Essen brauche ich noch.
Nimm mal hier so zwei so. Nee, doch, nee, doch, 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 doch. Nee. Bin immer so zwiegespalten. Bin ich eigentlich blöd? Da gibt's doch hier das neue Ding. Zack, zack, zack. Yay, da macht er mir es automatisch. Okay, ist trotzdem nicht so viel Brot, aber egal. Das wird schon reichen. Inventory Tweaks, bitte. So. Rüstungmäßig könnte man auch was gebrauchen. Alter, ist mir irgendwie ein bisschen slowed. Machen wir mal ein bisschen Rüstung. Ich glaube, das ist die erste Rüstung bisher, oder? Einen Iron Helmet. Schuhe. Was gibt's noch? Oberteil. So macht man das, ja. Und dann noch Handschuhe. Nein. Jetzt muss ich nachschauen. Ah ja, Hose. Ja, stimmt. Das war eigentlich privat ja nicht, ne? Perfekto. So. Normalerweise bin ich so geizig. Was ist denn hier heute los? So, dann ist es Tag. Dann können wir ja eigentlich... Oh. Dann können wir ja eigentlich mal hoch unterm Ofen schauen, wie weit die sind. Hallo. Die brennen noch. Okay, die brauchen noch ein bisschen. Aber, soweit ich weiß, haben wir zufällig ein Feuerzeug irgendwo. Feuerzeug. Soweit ich weiß nämlich nicht. Und das braucht man ja zum Activaten von diesem... Tor. Notfalls machen wir jetzt noch eins. Okay, ich sehe keins. Gut, dann nehmen wir mal. Was braucht man denn dafür nochmal? Den hier und wo ist er denn? Hier? No. Da? No. No. No, 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 no. Wo haben wir denn? Wie heißen die Dinger überhaupt? Flint? Erde, das hier. Da ist er ja. Oh Mann. Peinlich. So, wie macht man denn das so, oder? Ja, geil. So. Dann sind wir ja schon so halb ausgerüstet. Schauen wir mal nochmal nach dem Ofen. Der ist ja... schon halb fertig. Alter, Level 37. Ich will es nicht verlieren. Hoho. Schaut doch mittlerweile... Naja, okay, die Erde schaut hier beschissen aus, aber normalerweise kann man ja auch nicht reinschauen. So, das lassen wir mal köcheln hier. Dann gehen wir mal hier so. Jui. Das Wasser hat ja auch eine neue Textur hier. Okay, ich mach mal nochmal links leiser hier. Muss nur immer sonst so schreien hier. Die Lava hat, glaube ich, auch eine neue Textur. Werd man ja nachher sehen. Und mir fällt erst jetzt so auf, wir sind eigentlich fast nur hier. Wir waren mal ein bisschen in der Wüste drüben, aber ansonsten waren wir eigentlich fast nirgendwo anders. Warum bin ich jetzt hier eigentlich hier reingegangen? So, dann machen wir mal hier so... wie hoch machen wir das denn? 5, 6... Oh Gott, drücken wir mal Shift-Sicherheitshalber. Upsala. Okay, nein, ich bin zu blöd zum Shift drücken. Machen wir mal so. Da kommt ein Stück Erde rein. Und hier, so.